Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Ich habe in der letzten Aufnahmesession, ja, mehr Mist abgeliefert als alles andere und auch mal versucht, Manta zu zähmen. Mit Betäubung funktionierte das ja nicht. Da habe ich nachgeguckt und es ist für mich momentan noch unmöglich, einen Manta zu zähmen. Denn diese Manta-Rochen brauchen tatsächlich etwas von den Anglerfischen. Naja, und ich habe jetzt nicht unbedingt große Lust oder das nötige Equipment, unten in die Höhle zu tauchen, um mir da einen Angler nach dem anderen vorzunehmen. Ja, ich glaube, sie gibt es auch am Meeresgrund, aber hey, alles gut. Nee. Stattdessen habe ich mir jetzt so gedacht, ich habe ja so ein bisschen Spielzeug. Ich habe jetzt zweimal diese Rüstung. Ich bin verwirrt. Egal. Und habe mir dann so gedacht, ja, muss ja sowieso erstmal wieder einen Raptor zusammenkriegen, weil mir der letzte ja verschütt gegangen ist. Der Megalodon ist ja auch vor die Hunde gegangen. Und ganz ehrlich, diese Quallen, ne? Diese elendigen Quallen. Das ist doch nicht normal mit denen. Ach, und was ich noch nachgeguckt habe, war wegen diesen süßen Ottern. Die haben auch eine ganz besondere Zähmungsmethode. Und zwar musst du ihnen nicht irgendwas aus deinem Inventar zu fressen geben, sondern man hat doch die Möglichkeit, ihr Fische, so klatsch, drag, und dann zieht man ja diesen Kadaver mit sich. Hoppla. Und das muss man den vor die Füße werfen irgendwie. Und dann machen sie sich darüber her. Also jetzt muss man nur halt praktisch einen finden. Wobei eine halbe Stunde geht eigentlich. Anfangs habe ich mal gelesen gehabt, dass. Jetzt bist du unten im Mistteil, na egal. Gelesen, dass man ihn Fisch aus seinem Inventar vor die Füße werfen muss, aber dann sind das ja diese Kisten. Und dass das dann halt funktionieren soll, aber nee, man muss den, genau wie diesen Pinguin, die es ja gibt, einen toten Fisch vor die Füße werfen. So. Und was ich auch noch erzählt hatte, war ja mit den Hyänodons. Ja, ich hab mich ein bisschen so, ja, schlau gemacht, weiß nicht. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert und geguckt mal. Und zwar laufen sie ja weg, sobald sie einen sehen und naja. So. Ende vom Lied. Klamotten aus. Alles wegpacken, was sie irgendwie, ja, was ihnen Angst machen könnte. Ja, doch, bei mir geht's noch. Und dann, ja, streicheln. Na. Hoppla. Habe ich eigentlich. Nö, ich bin jetzt Mutterseelen allein unterwegs. Gut. Man sieht kein Dino außer mein Spino. Professioneller rein. Ich hab's drauf. Naja, ich wollte mal wirklich gucken, ob ich vielleicht überhaupt erstmal einen von diesen Viechern zu sehen bekomme. Also von den kleinen Ottern.
Hoppla. Oh, schöner Lachs. Aber ich würde jetzt auch gerne noch jemanden mitnehmen. Einfach damit ich nicht alleine bin. Wo hab ich Dani hingepackt? Habe ich den jetzt ins Vogelhaus gebracht? Ja, zwischen der letzten Aufnahme oder zwischen der letzten Folge und der jetzigen Aufnahme ist ein. Ach, da sitzt er. Ist ein wenig mehr Zeit ins Land gegangen. Wir reden da nicht von nur 2-3 Tagen. Denn die Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, kommt morgen raus. Also, ja, ich bin wieder mal up to date und tierisch froh, dass nichts schief geht. Dich könnte ich eigentlich mitnehmen, ne? Sehe mein Inventar aus. Ja, vollgepackt bis oben hin. Loot-Packs. Naja. Ein paar Narkotika. Komm mit, Renekton. Oh. Bin ich echt zu schwer? Wow, 300 Kilogramm, ja. Oh, ja, du hast auch ein tonnenweises Oil dabei. Ne, dann bleibst du auch hier. Dann nehme ich wirklich nur... Dann nehme ich wirklich nur Dani mit. Jo, alles klar. Smilodon wäre echt noch nice. Also ein Säbelzahn. Schildkröte habe ich auch noch nicht. Ich habe noch nicht mal ein Dodo. Ich habe echt schon mal überlegt, ob ich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochdrehe, aber ich bin ganz ehrlich. Die Höhlen sind so für mich persönlich trotzdem noch eine Herausforderung, wenn man es ja... unschwer erkennen konnte. Schöne Sache. Wo ist der Paracephalo? Keine Ahnung. Ja, ein Pfeil, zack, betäubt.
Es lag aber jetzt definitiv daran, was stehst du eigentlich? Genau, da wollte ich auch nochmal dran rumschrauben, ne? Kastrieren wir ihn. Verhalten. Neutral, dass er praktisch dann angreift, wenn ich angreife. Und ich habe, glaube ich, den Sattel noch dabei. Perfekt. Der Vorteil war jetzt natürlich auch, dass er gegen einen Parki gekämpft hat. Dass sie gegen einen Parki gekämpft hat. Und ich denke mal... Ja moin, komm jetzt mal mit. Na komm. Du bist jetzt Level 14. Okay. Sehen deine Werte aus. Da muss ich auch echt mal drauf achten. Man kann ja schon vorher sehen, was ungefähr für Werte da drauf kommen. So. Und je nachdem, mit was man sie füttert und zähmt, hat man ja diesen Wertebonus. Naja, und am besten ist immer dieses Kibbel, was man aus verschiedenen Zutaten zusammenmixt. Das Entscheidende dabei sind meistens die Dinosaurier-Eier. Denn gewisse Dinos fressen nur Kibbel oder vorlieben Kibbel mit der und dem Ei. Und deswegen, früher war das einfacher gemacht, um an Eier ranzukommen. Da gab es die Möglichkeit, ja, du hast den weiblichen Dino gezähmt, der legt Eier. So. Mittlerweile ist das ja so. Mittlerweile ist das ja so, der weibliche Dino legt zwar noch immer Eier, allerdings erst nach der Paarung. Sprich, ich bräuchte jetzt noch ein Männchen zu ihr. Ich kann ihn mal ausrüsten, dann nimmt es nicht ganz so viel Damage. So. Noch Männchen für sie. Dann müsste ich sie in ein Gehege stellen, wo sie nicht zu weit voneinander entfernt sind. Und dann müsste ich sie ja, spazieren lassen, so dass sie sich frei bewegen. Da gibt es ja hier diese Funktion. Wenn ich jetzt hier Verhalten gehe, Wandern aktivieren. Und dann müssten beide wandern. Und in der während der Wanderzeit, wenn sie dann auch mate-boosted sind, da kann es sein, dass sie dann... Ich hab dich gesehen. Wow. Ich hab dich gesehen hier. Ihr lasst... Hä, wieso lässt du? Egal. Egal. Wo war ich stehen geblieben? Eier züchten. Rührei draus machen. Genau. Mit diesen Kibbel-Eiern und so. Ich weiß gar nicht, Dodos, glaube ich, legen jeden Tag, also weibliche Dodos legen jeden Tag ein Ei, also ist Dodo-Kibbel praktisch am einfachsten zu bekommen.
weiß ich nur nicht, welcher. Ja. Welcher Dino jetzt das Dodo-Kibbel mag. Geile Soundkulisse. Flug, 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 Flug. Kannst du mich tragen? Nein. Hier ist noch eine Boa. Muss man hier durchgehen. Alter Knopf. Oder bist du hier der Fresssack? Ja, du bist hier der Fresssack. Alles klar. Er schnappt sich hier die ganze Zeit das Fleisch. Ich vermute mal, Otter halten sich mehr irgendwie auch mit am Land auf, ne? Ja, hier in dem Gebiet, also in diesem Flussbereich, sollen sich Otter aufhalten. Irgendwo so an der Grenze zwischen dem Redwood und dem Sumpf. Ich möchte nur erstmal möchte ich nur sehen, ob es hier Otter gibt. Und dann kann ich mir Gedanken machen, wie ich an den Fisch dafür rankomme. Oh, hab ich mich erschrocken. Na komm. Flachen. Ja, bevor es vergammelt. Freue ich deines Lebens. Hm?
Ach, du bist auch einer von diesen Langsamessern, okay. Ja, Level 4, naja. Jetzt gehen wir mein Level 54er, ich weiß. Wie gesagt, mein Ziel ist es immer noch, jedes Tier mindestens einmal zu gezähmt zu haben. Oder zu besitzen. Deswegen muss er halt wieder dazukommen, ne? Das war einmal Prime Meat. Oder wie ist ja halt jetzt Hüftsteak, ne? Ja, rohes Filet, genau. Effektivität 99,9%. Kriegt er auf jeden Fall ein Level ab. Dann wird er Level 5. Oh, sogar wirklich ländlich. Bei Nacht loszuziehen ist natürlich nicht ganz so geil, ne? Oh, und sonst so? Da ist er ja. So. Ich habe die echt für so selten gehalten, weil ich damals nie einen davon zu Gesicht bekommen habe. Und jetzt habe ich einfach mal schon den dritten quasi. Ich habe auch keine Ahnung, wie sich Otter verhalten. Ob sie neugierig sind, ob sie scheu sind. Kein Plan. Was ich nie nachgeguckt habe, war die Schnecke. Ich hatte doch mal eine Schnecke versucht zu zähmen. Ich habe sie ja betäubt gekriegt und dann ist sie doch einfach gestorben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass sie ertrunken ist. Ich weiß nicht, können Schnecken ertrinken? Leute! Was ist denn bitte das passendste Kampfverhalten?
nicht aggressiv macht, dann greift sie jeden an. Muss ich ja auch das machen, ne? Und ganz wichtig, erstmal jetzt. Du kriegst erstmal Leben gepusht, ganz ehrlich. Dich mache ich zur Damage Queen erstmal. Wo ist denn der zweite? Da. Gehen wir mal hier durch die Bäume. Ich weiß nicht, ob das mit dem Leveln jetzt immer noch so ist, dass es nicht auf die Level der Tiere ankommt, die man tötet, sondern auf die Größe. Ja, hallo, mein Freund! Alles mit. Na, ist das mir übrig gelassen. Speer, Pfeile. Zwille. Ja. Also an. Ich wollte gerade sagen, an Fisch sollte es mir jetzt nicht mangeln, aber es ist ein Frosch. Ah, da. Piranha. Leute, ernsthaft? Sieht nicht so aus, als ob wir hier einen Otter zusammenbekommen. Ich weiß auch nicht, zu welcher Tageszeit. Oder ob sie auch zu bestimmten Tageszeiten spawnen. Ah ja. Na du. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Also, würde ich sagen, ich hab euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bye.